Wir zeigen euch heute an der Reifenmontiermaschine Weber Expert Serie 1024XL 2HP die Demontage und Montage mit einem Alurad. Beim Abdrücken des Reifens sollte sich zum Schutz vor Beschädigung das Ventil nicht im Bereich der Abdrückschaufel befinden. Wiederholen Sie den Abdrückvorgang mehrfach pro Radseite, bis der Reifen vollständig von der Felge gelöst ist. Spannen Sie die Felge mittels der Klauen fest auf den Montageteller. Mit der Montagerolle drücken Sie den Reifen ins Tiefbett. Achten Sie darauf, das Ventil nicht mit der Montagerolle zu beschädigen. Stoppen Sie das Ventil vor dem Punkt, an dem der Montagekopf angesetzt wird, um weiterhin eine Beschädigung zu vermeiden. Schwenken Sie die Montagesäule durch Pedalbetätigung nach vorne in Arbeitsposition. Mit dem Handgriff am Horizontalarm und durch Herunterdrücken des Montageschaftes bringen Sie den Montagekopf in Arbeitsposition. Dabei bewegt sich der Montagekopf 1-2 mm zurück, sodass bei exakter Positionierung die Felge nicht beschädigt werden kann. Nutzen Sie das Montiereisen, um den Reifenwulst am Montagekopf über das Felgenhorn zu heben. Betätigen Sie das Pedal zur Drehung des Montagetellers im Uhrzeigersinn. Sollte der Reifen sich nicht anheben lassen, können Sie die Wulsthebescheibe zur Hilfe nehmen. Heben Sie den vollständig gelösten Reifen an und setzen Sie den unteren Wulst so auf den Montagekopf, dass Sie auch den gegenüberliegenden Wulst demontieren können. Haben Sie den Reifen von der Felge getrennt, kippen Sie die Montagesäule nach hinten und entnehmen Sie den Reifen vom Montageteller. Vor der Montage des neuen Reifens gegebenenfalls Ventil erneuern. Um die Montage zu vereinfachen, nutzen Sie auf beiden Seiten Montagepaste. Den Reifen im Anschluss so gut wie möglich manuell in die Felge eindrehen. Achten Sie auf das Ventil, um dieses bei der Montage nicht zu beschädigen. Mit der Montagerolle und dem Wulstniederhalter wird der zweite Wulst unter den Montagekopf gedrückt. Der Wulstniederhalter wird um die komplette Felge mitgeführt. Klappen Sie die Montagesäule nach hinten und lösen Sie die Spannklauen. Der Reifen kann vom Montageteller genommen werden und mit Hilfe des Reifenfüllers mit Luft gefüllt werden. Sie sind nun mit der Reifenmontage fertig.